Huch, jetzt bin ich runtergefallen. So. Na, das ist nicht viel hier oben. Aber das ist jetzt, würde ich sagen, die interessanteste Art. Wenn ich jetzt einfach nur Tunnel grab, kriegen wir erstens nur Mist ins Inventar. Und zweitens besteht die Chance, dass wir auf eine Höhle stoßen. Ja, genauso hoch, als wenn wir jetzt sowas hier machen. Und so kriegen wir auf jeden Fall das, was wir brauchen. Ist das jetzt die gleiche Ader, die ich schon von vorne angebohrt habe, oder ist das schon wieder eine andere? Nee, ist die gleiche. Ja. Ich stell doch die Dinger mit den Fackeln da nicht umsonst hin. Wow, wir haben gleich unser Inventar voll, das erste Mal. Naja, haben mich auch ganz schön was ausgeschachtet. Dann würde ich sagen, wir machen die Ecke jetzt hier noch fertig. So viel Platz sollte so gerade noch sein. Sofern wir nicht wieder auf was Neues stoßen. Aber ich glaube, hier ist dann wirklich Schicht. Außer ich ernte jetzt den ganzen Kies da weg. Oh, da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Da könnte ich auch noch ein paar Blöcke drunter hervorholen. So. Ach, da kam ich hier. Ach hey. Da lang? Das sah alles mal ein bisschen einfacher aus, aber ich glaube, wir müssen nach oben. Ja, hier hoch. So, dann wird mal kurz ein bisschen übernachtet. Dann ist die Spinne auch friedlich. So. Das Zeug wird separat gepackt. Da das Zeug jetzt quasi das ist, weshalb wir hauptsächlich hier sind. Alles andere ist zwar auch nett, aber ist erstmal nicht jetzt so very important. Und dann machen wir mal uns hier vorne an die Arbeit. Damit das realistisch aussieht. Sollte ja auch recht flott gehen. Einfach nur so ein kleines Wasserbecken anlegen. Ein Kanal, der zum Meer führt, und das war's dann auch schon. Du darfst bleiben. Könntest du bitte verschwinden, Schwein? Danke dir. Du stehst immer noch volle Kanne im Weg. Ach, dieses Schwein. So. Oh.
So zu machen geht natürlich auch. Oh ja. Zumindest werden wir danach genug Sand haben. Das darf hinterher auch ruhig künstlich hier aussehen. Es geht ja wirklich nur darum, dass wir irgendwelchen Leuten hinterher erzählen können, dass wir mit dem Schiff hierher gefahren sind. Und dazu sollte dieses Schiff, wenn möglichst, auch fahren können. Also so fahren können, dass es im Wasser landet. Und dafür reicht ja auch dieser kleine Durchgang hier. So, jetzt kommt noch das Wasser rein mit dem Eimer, damit es hier... Ach komm, machen wir hier das Ganze weg. Dann haben wir ein bisschen Glas. Das können wir auch mit zurücknehmen. So, noch das Stück da vorne. Oh, das hat doch jetzt gar nichts gedauert. Ah, das heißt ab hier mit dem Eimer basteln. Und hier vorne noch das Stück. Ich denke mal, dass unsere drei Blöcke da inzwischen durch sind. Ach, das waren sogar 11. Kohle hatten wir hier drin. Quatsch, so rum. Zweimal falsch. Dreimal falsch. Das hätten wir auch noch einen gehabt. So. Was mir übrigens gerade so ein bisschen missfällt, ist hier die Reihe. Und die hier. Dann der. Und der. Und die Reihe davor. So. Nummer 1. Dann haben wir hier so ein paar Ecken. Und fertig. Und das hat doch jetzt wirklich nicht lange gedauert. Ja, das sieht jetzt natürlich ein bisschen sehr kantig aus, aber das darf es auch ruhig. Ging ja nicht darum, jetzt einen natürlichen Fluss zu bauen, sondern einfach nur einen Kanal.
So, dann gib mal die Tür her. Ach. Das hatte ich ganz vergessen. So. Ein schöner Glaskasten. Ja, das hier unten, das gefällt mir noch nicht. So sieht es, glaube ich, besser aus. Dann hat man zwar von innen eine Lücke da drin. So, dann gern noch ein paar Treppen. Okay. So. Du kommst hier rein, du kommst hier rein, du kommst hier rein, du kommst hier rein, du kommst hier rein. Du auch. Nee. Da. Dann kommt der Rest auch mal hier rein. So, das Eisen wird extra sortiert hierhin. Diese Fackel sitzt falsch. So, dann gehen wir mal wieder los. Ich würde sagen, das hier oben, das lassen wir jetzt erstmal. Wir gucken, was wir hier unten rausheben können. Denn das führt uns ja im Endeffekt nur noch tiefer. So, und darunter ist gleich schon wieder eine Schicht. Dann machen wir erstmal hier oben die weg. Es ist ja nur noch dieses Stück. Und dann gucken wir mal, was es hier gibt. Ja, bisher ist unsere Ausbeute bis auf die Steine sehr gering. Ja. Könnte ich bitte, danke. Ja, ein bisschen Kohle haben wir noch gefunden. Aber das ist hauptsächlich, um hier die Betriebskosten zu decken. So. Hier ist leider nichts mehr. So, das heißt von hier da vorne hin. Nehmen wir mal Reihe für Reihe das ganze Ding auseinander. So, da können wir schöne Fackel draufstellen.